Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Und wir befinden uns gerade, ich weiß gar nicht wo. Wir gucken mal kurz. Ich habe gerade Speicherstand geladen und wir befinden uns. Rauszoomen bitte. Hier oben? Was machen wir denn hier? Ich weiß auf jeden Fall, dass da hinten der Auftrag ist, deswegen gehen wir mal dahin. Wer bist du denn? Niall. Neil Fallon. Ich schreibe für das Magazin für internationale Beziehungen. Ich habe von Ihnen gehört. Ach wirklich? Wie sind Sie hier reingekommen? Zu Beginn der Krise war das nicht so schwierig. Und als die Suleiman dann die Zügel in die Hand gaben, war klar, wie sich die ganze Sache entwickeln würde. Und da wollten Sie bleiben? Ehrlich gesagt will ich gerne weg. Aber das scheint momentan unmöglich. Normalerweise gibt es in abgeriegelten Städten jemanden, den man bestechen kann. Hier nicht. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Hier kommt keiner raus. Scheint so. Aber meine Arbeit... Ich habe seit dem ersten Tag der Krise Aufzeichnungen gemacht. Hunderte Interviews mit Leuten, die keine... Naja, keine Leute mehr sind. Suleiman hat viel auf dem Kerbholz. Die Welt muss erfahren, was hier vorgefallen ist. Ich bin verzweifelt, Mann. Ich habe meine kompletten Aufzeichnungen verloren. Das Internetcafé, in dem ich mich verschanzt hatte, wurde angegriffen. Ich kam ohne Biss davon, aber meine Umhängetasche ist noch dort. Und die Sachen sind in der Tasche? Die meisten. Während meiner Flucht musste ich meine Kamera in einem Auto deponieren. Ich weiß, ich verlange viel. Selbst wenn ich alles finden sollte, sitzen Sie immer noch hier fest. Hören Sie, ohne meine Aufzeichnungen gibt es keinen Grund, Harran zu verlassen. Das Café ist in einem komplett überrannten Viertel. Gut, vielleicht, aber ich verspreche nichts. Okay, wir sind auf einem sehr seltsamen Ort aufgewacht. Vielleicht war das, was gerade in der Nähe war, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir auf jeden Fall eine neue Quest. Und wir machen dann nochmal später nochmal den anderen Quarantänepunkt. Aber erstmal bergen Sie Fallons Umhängetasche. Hört sich erstmal ganz in Ordnung an. Kann man machen, wenn ich den hier den Ausgang finde. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt reinkomme. Das ist nicht das Fischerdorf? Ach, das ist das Fischerdorf, Freunde. Ah, so sind wir reingekommen. Ich verstehe. Oh, hallo. Ich habe schon gedacht, wir brennen da hinten. Ich glaube, ich habe gerade eine Katze gehört. Was zum Teufel? Habt ihr gar nichts getan? Oh. Erstmal hier Crane, weglaufen. Crane, hörst du mich? Ja? Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Ganz klar zu sagen, Crane. Wir brauchen Antizin und zwar sofort. Rais hat mir zwei Kisten versprochen, Bracken. Zwei. Ich mach so schnell ich kann, ehrlich. Gut. Beeil dich bloß. Bitte. Ach, das ist das Ding. Da waren wir stehen geblieben, ne? Aber egal, jetzt machen wir es mit Bergen, Siedel und Hangertasche. Fertig. Wenn wir dann später dann zurückkommen zum Fischerdorf oder in der Nähe sind, können wir immer noch die Quest abgeben, ne? Das ist plötzlich hier so eine actionreiche Musik. Ich hoffe, ich kann hier springen. Yep, kann ich. So. Wie weit weg ist denn das? Das ist hier die Frage. Was war das? Weißt du was? Du meinst den Schrei? Ich höre da oben nur einen Zombie, der mich anstarrt. Das ist vollkommen normal. Passiert mir tagtäglich, dass mir Zombies ins Gesicht starren. Ein bisschen rumhusten und rumkeuchen. Also, welche war das? Diese Tasse, ne? Da unten! Da unten! Willst du wohl unten bleiben? Ich glaube, die bleibt unten. So, ich sehe da hinten ein kleines Häuschen, das möchte ich gerne haben. Und ich sehe da auch einen Zombie. Bleib unten! Hörst du schlecht oder was? So. Dafür jetzt sind deine Ohren frei. Okay, wir sollen runter in die Dunkelheit. Aha, war ja klar, dass du dich hier unten versteckst. Meinst du, ich sehe dich nicht oder was? Nur weil du nicht weiß bist? Tja, kannst vergessen.
Okay, das war ein bisschen arm. Ich geb's zu. Wunderschön, ein neues Zuhause für mich. Und wir müssen trotzdem noch den. So, nicht auf den Zombies landen, das mache ich nicht mehr. Ein Funksignal, ein Händler, Was brauchst du? Ich habe alles da. Hast dir aber einen sehr komischen Platz ausgesucht. Ach, die sind kaputt oder was? Einfache Sichel? Nee. Die sind nicht kaputt. Ach. Ah, das sind seine Sachen. Aber wieso ist das so billig? Ach nee, man braucht dafür spezielle Punkte. Sie benötigen Überlebensstufe 10, um eine Sichel kaufen zu können. Ah. Das ist das Problem. Auffällige schwere Bauaxt. Kann man sich mal leisten, oder? Kein Feuerslot. Könnten wir zwar auch auseinandernehmen, aber. Weißt du was? Verkaufen wir dich. Kurze Messer machen Bock, kein Schaden. Den tragen wir derzeit, ne? Das Ding ist auch nicht schlecht und du? Achso, das sind die Pistolen. Die Pistolen sind nichts wert, willst du mich verarschen? Nee, das Ding tragen wir doch gerade, oder? Nee. Egal, kaufen wir uns mal hier so eine schöne, auffällige Axt. Und klauen ihm hier die Schnur. So, Inventar. Was haben wir denn da? Quests? Ach, das ist unser Hotel. Auffällige Bauarbeiter-Axt. Da. Upgrade. Attentäter. Champion. Und Vollstrecker. So. So, dann. Herstellen. Industriegel. Ja, 168 Schaden. Kann man sich ruhig mal gönnen, oder? Finde ich auch. Ach, das gefällt mir. Gut. Meine hübsche neue Waffe gekauft, ne? Wir können sie auch reparieren und ein bisschen Glück müssen wir es nicht unbedingt verkacken. Ich bin in der Nähe des Cafés. Worauf soll ich achten? Bestellen Sie keinen Latte. Die Milch ist meistens sauer. Oh. Kann mich nicht drehen. Shit, das wird laut. Heilige. Heute bei Zero metzelt alles weg. Hauen wir die Köpfe ab. Könnt ihr mal aufhören zu leben? Dankeschön. Oh Gott, nein! Nicht gleich kopflos reagieren, Madame. Na, das ist auch noch so ein Spucker, ne? Haben wir selber schon geholt. Was war das? Wodurch bin ich gestorben? Aus dem 13. Stock sprang und unverletzt landete. Ja, das ist schön für ihn, aber
Was zum Teufel ist gerade passiert? Wieso bin ich gestorben? Great. Wie weit bist du? Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht erst zurück. Zieh dich. Gib mir deine Teile. Du siehst mich nicht, ne? Okay, der Teufel sieht mich nicht, okay. Der wollte ich nicht wissen. Es war auch echt Pech, dass so ein komischer Typ kam. Ja, noch explodiert ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tür zu. Erschreck mich doch nicht so. Du hast einfach explodiert. Fuck. Okay, wir haben ein bisschen Zeit. Die wissen bestimmt nicht, wie man Türen öffnet. Hoffe ich zumindest. Vielleicht können wir das Ganze hier auch absetzen. Ich habe Ihre Tasche. Wo finde ich die Kamera? Sie sind echt. Sie ist im Kofferraum eines schwarzen Wagens auf der Brücke der Schande. Ah, das war jetzt nicht, was ich hören wollte. Wo zum Teufel kommst du her? Wie ist das Viech hier reingekommen? Okay. Was haben wir denn so Schönes gefunden? Würde ich gerne wissen. Notiz 22? Ihr könnt es euch gerne durchlesen, aber so viel lese ich euch jetzt nicht vor. Viel Glück, mein Freund. Du hast eine Menge Mut. Aber was du am meisten brauchst, ist Glück. Ich will da nicht rausgehen. Kommst du jetzt aber nicht rein, ne? Okay, wie wär's, wenn wir uns mal Medikit herstellen? Medikit ist gut, ein Schild. Aha. Naja, gut. Ich bin nie so ein Freund von Schilden gewesen. Ich meine, Epic ist schon, aber so. Was ist das für ein Gelber? Oh, war das gerade gruselig. Haben wir das gesehen? Ich spreng hoch und plötzlich das Gesicht. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, bringen Sie die Kamera. Tschüss. Okay, bin entkommen. Hast du gerade eine Waffe in der Hand? Oh. Alter. Was soll denn das? Lass den Scheiß. Boah. Okay, ich habe ihn getroffen.
Aber die mich misst wahrscheinlich auch. Hä? Oh Gott. Lebst du immer noch? Stirb! Wo ist der Typ mit der Waffe? Sag mal, habt ihr da gerade Spaß gehabt oder was? Wo ist deine Waffe hin? Sag es mir! Und ich verprügel dich! Der lebt einfach immer noch. Jetzt muss ich auch noch seine Waffe suchen. Wir gucken am besten da, wo er gefallen ist, oder? Einzelne Körperteile. War das eine Rohrzange? Das war eine rote. Wieso liegt da plötzlich eine blaue? Er hatte eine rote. Dafür habe ich meine Waffe jetzt fast kaputt gemacht. Naja, aber ich habe keinen Stack verbraucht. Sehr schön. So lässt es sich doch gerne spielen. Gerade wenn man so eine teure Waffe hat, ne? War da gerade eine Kiste? Na, komm. Tun wir das nicht an. Genau so soll es funktionieren. Eine Hakenklinge. Nur ein bisschen Kaffee. Kaffee ist immer gut. Nein, ein Spucker. Nein, spuck mich bitte nicht voll. Ich mag das nicht. Ich stehe nicht auf Spucken. Ah. Oh, oh, wie spät ist das? Oh, oh, 19 Uhr. Ich sollte mich beeilen. Ach, da braucht jemand Hilfe. Das geht mir völlig am Arsch vorbei. Ja. Toll gesprungen, mein Freund. Kriegt er sowieso kaum ein paar Dollars zusammen, wenn der... Wenn ich ihm helfe. Schaffe ich das? Ich bezweifle stark, dass ich darüber schaffe. Deswegen klettern wir doch einfach mal hier hoch. Beim letzten Mal waren hier nicht so viele Zombies. Da ist ein Quest. Soll ich denn hin? Ernsthaft? Das ist eine Quarantänezone. Oder auch nicht. Aber wir müssen auf die Brücke rauf. Nein, 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 nicht töten. Ah. An alle Kuriere, hier spricht Jade. Gebt Gas, Leute. Die Nacht bricht an. Ich hoffe für euch, dass ihr auf dem Weg zum Tod seid. Was ist das hier für ein Symbol? Ist er nach oben? Es wird langsam dunkel, aber wir haben überall Zuhause. Also überall Basen. Jetzt soll ich runter? Gott, oh Gott, ich spüre einen Zombie hinter mir. Da drin ist irgendwas. Ah, shit. Ich muss mich beeilen, es wird dunkel. Ach, komm, bitte. Ich habe keine Zeit zu verlieren, Mann. Der Stress. Er bringt mich um. Und das für so ein billiges Messer. Ich fass es nicht.
Okay. Hä? Soll ich denn da reinkommen? Wie soll man denn da reinkommen? Vielleicht übers Dach. Au. Einbruch. Okay, versuchen wir unser Bestes hier nochmal irgendwie. Ah. Irgendwas zu reißen. Ich muss gleich im Dunkeln nach Hause rennen. Shit. Was genau hat das jetzt gebracht? Ah! Ich verstehe. Es ergibt alles einen Sinn. Alle Kuriere, lasst alles stehen und liegen und begebt euch sofort ins nächste Versteck. Es wird Nacht. Nein, ich muss das jetzt zu Ende bringen. Ich muss wissen, was hier ist. Ah, Küchenkram. Sauber, hat sich gelohnt, ich bin tot. Scheiße, Mann, ey. Hey, da drin. Aufmachen. Wer sind Sie? Brain vom Turm. Ich habe eine Frau schreien hören. Ja, meine Frau. Sie kriegt ein Kind. Ach, Mist. Kann ich irgendwas tun? Wir brauchen Alkohol. Zum Desinfizieren. Bitte. Alkohol? Ah. Hey, ich hab Alkohol. Danke, das können wir gut gebrauchen. Mehr hast du nicht gefunden? Hey, das reicht nicht wirklich. Ich kann meine Frau jetzt echt nicht allein lassen. Mal sehen, ob ich noch was finde. Hat er mich jetzt verarscht? Hä? Hab ich keinen Alkohol mehr? Alkohol. Ah, ich habe keinen Alkohol mehr. Ah, das erklärt natürlich einiges. Alkohol, sauber. Was gibt's hier noch? Ein Korb. Mit Chemikalien, ja. Vielleicht will er auch Chemikalien für seine Frau haben. Wer weiß, das hilft ja auch gegen Besoffene. Weiß ganz genau, was du vorhast. Wie soll mehr? Ich hab das Alkohol gerade abgegeben. Wie viel Alkohol soll ich da hinbringen? Okay, wir müssen weg hier. Scheiße. Toll, danke, du Arsch. Jetzt mir wenigstens mein Bett anbieten können. Okay, meine Uhr piept schon. Wegpunkt. Shit. Okay, wo müssen wir hin? Ich weiß gar nicht mehr so weit weg. Scheiße. Oh nein! Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, hier ist gleich einer ums Eck. Aber so gut wie zu Hause. Safe. Oh. Oh Gott.
Es ist nichts für mein schwaches Herz hier. Okay, wir haben also einen Typen, dem wir all unser Alkohol geben sollen, okay? Die Frage ist nur, wann reicht's? Oder kriegen wir da Punkte? Naja. Oh, Tageslicht. Ja. Die Frage ist, kommen wir hier irgendwo schnell runter? Das sah so aus, als könnte ich da hinspringen. Na gut, paar Punkte verloren. Scheiß drauf. Okay, neue Wenigkeitsstufe erreicht, ja? Je fitter sie werden, desto mehr Gesundheit können sie regenerieren. Springen sie über Gegner hinweg, drücken sie zum Abspringen. Oh, das ist nice. Wenn sie während des Rutschens treten, brechen sie ihren Gegnern die Beine. Heilige Wort. Wenn Beißer sie gepackt haben, können sie sie schneller abschütteln. Nicht schlecht. Halbiert den Schaden bei Stürzen. Ein Fall aus größerer Höhe ist dennoch tödlich. Ich würde sagen Knochenbrechen. Knochenbrechen hört sich gut an. Ich brech gerne Knochen. Ist echt kein schnellen Weg hier runter? Ah doch. Okay. Die Kamera. Wir müssen auf die Brücke rauf. Da hinten ist die Brücke, ne? Okay, das dürfte sich als schwer erweisen, wenn überall Zombies sind und wir die Autos durchwühlen. Er hat ja auch nur gesagt, er hat sie in ein Auto geworfen, aber nicht welches Auto. Trotzdem durchwühlen wir mal hier die Autos. Ach du Scheiße, nee, ne? Da ist doch noch so ein Dicker dabei. Ich glaube, dass jemand pissig auf mich. Ach, das ist. Oh nein, so ein dreckiger Spucker, ne? Der steht auch auf dem Dach. Der ist so cool wie ich. Naja, Alkohol. Ich brauche Böller. Davon habe ich doch bestimmt noch ein paar, oder? Danke. Einfach danke, dass du in meinem Gesicht explodieren musst. Ist das euer Ernst oder was? Hier, nimm den hier. Ach, Mist. Ah, das Auto muss ich auch noch untersuchen. Oh Mann. Hey, die hat eine Waffe. Verzieh dich! Okay, das ist schon mal sehr nice. Was macht ihr denn da? Okay, die klettert darüber. Der fällt da um. Was zum Teufel treibt. Ich kenne ja Hunde, die in Autos nicht stehen können, ne? Aber Zombies, die auf Autos nicht stehen können? Mist. Das war ein bisschen laut, oder? Oh! Sorry, aber... Ach Gott, nein.
Oh Gott, nein! Was zum? Wo bin ich? Nein! Beziehe ich! Wer ahnt denn auch sowas, dass ihr hier kommt? Ist da noch irgendjemand, der hier hoch will? Will ich meinen. Ach du Heilige. Oh, weiter geht's. Oh Gott, ich glaube, hier kann ich rein, ne? Ah, fuck, ey. Machen wir noch Krach, damit die Jungs kommen. Klauen den Alkohol und dann bin ich weg. Irgendein Runner hier? Okay. Wie die einfach reihenweise da umfallen. Ach nein. Er hat ihn bestimmt nicht in ein Polizeiauto geworfen. Oh nein. Du kommst jetzt nicht her, ne? Sehr schwer. Okay, ich bezweifle, dass er es da hingeworfen hat. Das ist mir auch ein bisschen zu brenzlig hier, ne? Kann ich auch rein? Was ist das hier? Einfach. Schloss knacken ist nicht gut. Aber wir sind hier schon am Ende angekommen. Es kann doch nicht sein, dass ich da so ein Polizeiauto knacken muss. Wie soll ich das denn hinkriegen? Kann ich das eventuell von hier aus knacken? So ganz penetrant oder so? Da ist auch noch eins. Ach komm. Nein. Wisst ihr was? Komm. Komm. Ich will nur den. Nein, lass mich. Ich will meinen Spaß haben. Wenn die Folge gleich schon vorbei ist. Ah. Oh. Dann will ich wenigstens Spaß haben. Ja gut, Freunde. Keine Ahnung, wie ich das Ding da besorgen soll. Vielleicht wisst ihr Rat. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.